Hi, da ist der Zolli. Heute dreht sich alles um Handy und Tablet im Online-Unterricht. Ich kann das Handy sowohl zum Meeting hinzufügen oder das Meeting auch an das Handy übertragen. Ich kann das Tablet mit einem Stift zum Schreiben benutzen, sodass meine Aufzeichnungen alle Teilnehmer sehen können, ohne dass ich das Tablet eigentlich mit dem Computer verbinden muss. Ich kann auch das Handy als Webcam so ganz leicht benutzen, wenn ich das Handy zum Meeting hinzufüge. Wie ich ein Meeting am Handy und am Tablet anlege, beziehungsweise das Meeting auch von diesen Geräten aus starten kann, darum geht es in diesem Tutorial. Hallo meine Lieben, heute geht es um das Handy im Online-Unterricht. Und zwar, ich kann natürlich ein Meeting vom Handy starten, beziehungsweise ich kann ein Handy oder ein Tablet auch zu meinem gestarteten Online-Unterricht vom PC aus dazufügen. Ich starte einfach mal Teams am Handy und sehe schon, dass hier ein Meeting im Gange ist und da kann ich jetzt einfach auf Teilnehmen klicken und die zwei Optionen werden eingeblendet, dieses Gerät hinzufügen, beziehungsweise an dieses Gerät übertragen. Das ist dann der Fall, dann wird dieses Meeting am PC gestoppt und ich kann das Meeting am Handy praktisch mitnehmen. Ich wähle aber meistens immer diese Möglichkeit. Ich füge das Handy hinzu und dann bin ich ein zweites Mal im Raum, obwohl ich eigentlich nur einmal aufscheine. Wichtig ist in diesem Fall, dass ich schaue, dass hier der Lautsprecher das Audio aus ist, weil sonst kommt die Zurückkoppelung, beziehungsweise ich kann natürlich auch das iPhone als Lautsprecher verwenden, aber ich habe ja hier mein Mikrofon eingeschalten. Ich kann aber allerdings auch hier die Kamera einschalten. Ich mache das mal ganz kurz und bin hier zu sehen. Da kann ich jetzt auch meinen Bildschirm wechseln und dann kann ich zum Beispiel hier mein Blatt mit meinen Aufgaben einblenden, könnte hier was dazu schreiben und das ist eine von vielen Möglichkeiten schon. Wenn ich das Handy im Querformat nehme, wird es auch größer dargestellt und ich kann natürlich auch den Handybildschirm teilen. Dazu geht man einfach auf das Drei-Punkte-Menü und hier kann man einfach Teilen wählen und kann dann zum Beispiel seinen Handybildschirm teilen. Auch alles andere habe ich zur Verfügung. Ich kann auch hier eine Aufzeichnung beginnen oder meine virtuelle Hand wählen. Ich nehme das Handy meistens dann dazu, um mir die Teilnehmer einblenden zu lassen. Dann habe ich am Computerbildschirm mehr Platz. Ich tippe einmal hier drauf und dann kann ich mir hier die Teilnehmer anzeigen lassen. Hier sieht man schon die Teilnehmer. Sie sind zwar jetzt nicht vorhanden, aber wenn man sich vorstellt, wenn eine ganze Schulklasse mit 15, 20 Leuten oder noch mehr da wäre, habe ich hier eigentlich die Teilnehmer im Auge. Ich könnte auch hier weitere anzeigen lassen. Und das ist recht praktisch, dann habe ich immer im Auge, wer aufzeigt und habe aber meine ganzen Bildschirme am Computer weiterhin zur Verfügung für das Meeting bzw. für das Teilen des Bildschirms. Hier ist das kleine Fenster, wenn ich das wieder anklicke, bin ich wieder direkt im Meetingraum. Was ich auch ganz gerne mache, ist mein Tablet dazufügen und zwar eigentlich zum Schreiben. Ich habe jetzt hier meinen Tablet-Bildschirm eingeblendet, wenn ich hier OneNote bzw. das Klassennotizbuch öffne. Sie sehen hier 2020, 13 Mathematik und hier zum Beispiel was zeichne und reinschreibe. So erscheint das auch automatisch auf der Computerseite. Wenn ich dann mein Fenster teile, dann würde das synchron ablaufen. Das heißt, ich habe hier meinen Bildschirm von meinem Tablet und sobald ich hier was schreibe, erscheint es auch dann direkt auf der OneNote-Seite meines Computers. Und das ist eine ganz bequeme Möglichkeit, um mit der Hand was einzugeben. Ich habe also die gleiche Seite am Tablet und am Computer offen und es wird synchron dargestellt und ich brauche mein Tablet also gar nicht mit Kabel oder auch nicht mit Bluetooth oder sonstigen funklosen Sachen teilen. Ein toller Trick. Wie kann ich ein Meeting vom Tablet bzw. vom Handy aus starten, ohne Computer? Einfach Teams öffnen und dann in den Kalender gehen, sowohl am Handy als auch am Tablet und am Kalender auf das Pluszeichen drücken
Und hier könnte ich jetzt ganz einfach ein neues Meeting anlegen. Wichtig, in einem Kanal teilen, dann bekommen es auch die Teilnehmer, die es betrifft. Die kann ich einfach auswählen. Ich wähle hier jetzt einfach einmal aus das Team 2013 Mathematik, und zwar den Videounterricht. Ich kann hier noch die Daten eingeben und dann würde ich einfach auf Fertig gehen und es zuweisen. Das mache ich allerdings jetzt nicht, weil sonst würde das tatsächlich klatschen. Ich probiere es einfach nochmal am Handy. Ich habe jetzt hier meinen Handybildschirm wieder eingeblendet. Gehe auf Mehr und da wird dann der Kalender angezeigt. Und hier könnte ich dann einfach auch mit dem Plus da oben, Sie sehen schon, eine Besprechung läuft gerade, könnte ich jetzt teilnehmen, mache ich nicht. Mit diesem Plus kann ich wieder eine neue Veranstaltung anlegen. Dieses Mal suche ich mir einen Kanal aus, wo nur fiktive Teilnehmer von mir drinnen sind. Das ist das Zoller Schülerteam. Ich habe hier einen Kanal schon angelegt, Videounterricht. Hier will ich es abbilden. Start und Ende lasse ich jetzt einfach beiseite und drücke hier auf Fertig. Und jetzt Ganze angelegt. So, wie starte ich jetzt dieses Meeting? Ich sehe es hier. Das Meeting neu. Ich drücke einfach auf Teilnehmen. Und es erscheint tatsächlich jetzt dieser Handybildschirm. Ich kann also eine Besprechung ohne Computer einfach von hier aus starten. Einfach auf Teilnehmen klicken. Ich schalte gerade mein Audio aus. Jetzt könnte ich einfach meinen Handybildschirm einschalten und schon wäre ich live dabei. Ich kann natürlich auch wieder den Bildschirm von der anderen Seite zeigen. Gehe noch einmal zurück und ganz problemlos kann ich jetzt also meine Online-Unterrichtsstunde von hier aus abhalten mit den Schülern von überall, wo ich gerade bin.